Zum 8. Mal wurde im Wiener Rathaus der 133er Award in 6 Kategorien an die besten Polizisten der Stadt vergeben. Ja, der 133er Award ist wie eine Oscar-Preisverleihung in den verschiedensten Kategorien für die polizeiliche Leistung. Und dieser Award unterstreicht das großartige Engagement. Extremer Einsatz etwa für Inspektor Wolfgang Strauß in der Kategorie Newcomer. Halt, Polizei! Schon im ersten Jahr gelang ihm die Verhaftung eines Einbrechers. Das Besondere daran, er ist Quereinsteiger und begann erst mit 42 Jahren seinen Polizeidienst. Wir nehmen natürlich in den Polizeidienst jetzt nicht nach Alterskriterien auf, sondern nach Qualifikation. Und da können natürlich auch zukünftige ältere Arbeitnehmer zum Zug kommen. Das ist ja auch total okay so. Für die beste Arbeit in Sachen Verkehrssicherheit wurde Kontrollinspektor Fritz Scheifinger aus der Leopoldstadt geehrt. Es ging aber nicht nur um Polizeiarbeit auf der Straße. Revierinspektorin Barbara Knoflach gilt als penible Ermittlerin. Sie wurde mit dem Preis für die beste kriminalpolizeiliche Leistung ausgezeichnet. Das Herz pocht, der Puls ist natürlich da, die Ohren sind wahrscheinlich rot. Man freut sich natürlich, ich bin auch stolz drauf, aber wie gesagt, die anderen Kollegen haben es genauso verdient. Also inzwischen nach 7 Jahren und heuer dem 8. Award kann ich sagen, ich habe mit allen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Das ist ein ganz besonderer Moment im polizeilichen Leben. Die Polizei kümmert sich auch um Verbrechensopfer. Maria Wutzelhofer berät seit Jahren erfolgreich Menschen, die nach Verbrechen mit Täterkontakt schwer traumatisiert sind. Sie hat den Preis für Opferschutz und Prävention nicht erwartet. Ja, ich habe es noch gar nicht richtig realisiert momentan, glaube ich. Es dauert ein bisschen. Es war ein herausforderndes Jahr hinter uns und eines liegt vor uns, auch für die Kolleginnen und Kollegen der Wiener Polizei. Eine Herausforderung war der Einsatz von Bezirksinspektor Mario Beniers Favoriten. Ihm gelang die Verhaftung eines Schleppers, der 25 Flüchtlinge auf der S1-Autobahn zurücklassen wollte. Warte, geh rein, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen! Liegen bleiben, umdrehen! Leg dir am Bauch! Am Bauch liegen! Gib die Hand hintere! Man macht sich dann halt Gedanken drüber, Queen ist, kennt es Queenen, dann ist man unter die Top 3 und so weiter. Dann ist man beim Videodreh ein bisschen aufgeregt. Also ich bin jetzt schon sehr froh, dass es vorbei ist und natürlich auch, dass ich es gewonnen habe. Für sein Lebenswerk wurde Chefinspektor Johann Wörer aus Meidling geehrt, 42 Jahre im Dienst. Zuletzt widmete er sich der Drogenfahndung mit durchaus unkonventionellen Methoden. So, wir haben einen Verdächtigen zu Fuß verfolgt. Nach ca. 1 Kilometer Laufen ist mir die Luft ausgegangen, ist der Autofahrer stehen geblieben und hat gesagt, komm her Inspektor, hupf rein, den holen wir sie. Und der Ende der Geschichte, also ich habe ihn wirklich festnehmen können und es ist sogar Untersuchungshaft gegangen.